Hallo, hier ist nochmal Marielle. Wir haben jetzt extra eine Videokamera gekauft, damit wir euch das richtig gut zeigen können. Nochmal zu unserem Booster. Den möchte ich nochmal erklären. Was wir brauchen, sind ein paar gute Farbkehle. Erstmal für hell im Untergrund und dann später dunkle noch drauf. Ihr braucht einen kleinen Nailart-Pinsel, das ist jetzt Größe 0. Und ja, ein paar Mustertipps, da haben wir jetzt auch eine schöne Geschichte noch, ganz nebenbei, nämlich unser Klicksystem. Die Nägel haben hier hinten so kleine Nasen und die kann man einfach reinklicken. Und schon geht's los. Ich drehe es mal um, damit ihr besser gucken könnt. Ich lege den Untergrund an. Am liebsten mit Neonfarben. Ihr könnt aber auch jede andere helle Farbe im Untergrund nehmen. Könnt ihr auch gerne zweifarbig machen, einfach direkt ins nasse Gel einen Streifen Grün zum Beispiel mit rein in das gelbe Neongel. Der nächste Nagel wird gelb mit Pink und Grün, also mal ganz bunt durcheinander. Ein bisschen Grün und ein bisschen Pink. Direkt mit rein und den anderen machen wir mal ein bisschen gedickter. Mit Neongrün und Türkis. So, Türkis einfach mit rein in das feuchte Gel. Das wird erstmal ausgehärtet. Wir haben schöne helle Untergründe. Ich habe noch ein paar mehr vorbereitet zum Zeigen, aber so, dass ihr erstmal seht, wie das funktioniert. Da ist es auch schon da. Und jetzt brauchen wir die dunklen Farben. Jetzt haben viele Leute gefragt, Mensch, geht das denn auch mit anderen Gelen? Nee, natürlich geht das nur mit Marielle in Friends Gelen. Quatsch. Also wir haben Feedback bekommen, dass auch andere Gele super funktionieren. Mit dem Booster. Ihr müsst es halt ausprobieren. Wir können nicht für alle Gele sprechen, aber jedes normale, gute Gel funktioniert. So, lasst uns ein bisschen zaubern. Ich streiche jetzt hier einfach mal, und das ist ganz wichtig, dünn. Ein bisschen schwarzes Gel drauf und packt da ein Schüsschen Rot noch mit rein. Direkt mit ins Nasse. Hier haben wir mal auberginefarbenes Gel. Ganz dünn auftragen. Und beim dritten mache ich wieder eine kleine Farbkombi. Da gibt es Auberginen oben und unten. Und in der Mitte ein bisschen Azurblau. Gibt auch eine schöne Farbkombi dann nachher. So, und jetzt kommt der Booster ins Spiel. Ist ein klares Gel und den tragen wir mit dem kleinen Pinsel auf. Und da setzen wir einfach Tröpfchen in dieses nasse Gel, das ist nicht ausgehärtet. Und ihr seht, wie das jetzt anfängt zu arbeiten. Das verdrängt die Farbgele, die ich oben drauf gestrichen habe, und setzt die unteren Farbgele wieder frei, die da schon ausgehärtet sind und die jetzt schön hell durchleuchten. Also ihr könnt da wirklich sehr, sehr sparsam mit umgehen. Das braucht nicht viel, der macht richtig Ballett hier. Und ihr seht jetzt auch, dass diese Farbkombination, diese vier Farben, die wir angelegt haben, zwei im Untergrund und zwei obendrauf, dass die dann eben richtig schön miteinander harmonieren. Hier also jetzt das Violett, das Azurblaue auf dem Türkis, drunter noch das Neongrün.
Man kann natürlich auch Linien machen. Dazu habe ich jetzt mal meinen Linerpinsel rausgeholt. Den benetze ich jetzt mit Booster und jetzt male ich da ein paar Linien rein. Ist für mich eine blöde Handhaltung, ist so. Ihr seht, ich zitter ein bisschen. Aber wenn ich das mit Zittern hinkriege, dann kriegt ihr das schon lange hin. So, wieder benetzen. Schaut mal, wie der das Gel wegdrängt und schön den Untergrund freilegt. Das sind unsere ersten einfachen Sachen. Ich habe jetzt noch ein paar Untergründe vorbereitet, die auch nochmal ganz interessante Effekte geben. Das wird jetzt ausgehärtet und dann machen wir da Glanzgel drauf. In der Zwischenzeit zeige ich euch noch ein paar schöne Varianten, die man auch machen kann. So, und da habe ich hier auf dem ersten Nagel ein Pearlweiß angelegt mit ein bisschen Türkis und ein bisschen Pink noch mit drin. Und jetzt streiche ich hier wirklich ganz, 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 ganz sparsam ein bisschen Aubergine-farbenes Gel drauf. Auf dem nächsten Nagel wollte ich euch mal zeigen, dass man auch eine Art Verlauf machen kann. Ich nehme jetzt entweder dasselbe pinke Gel oder ein kleines bisschen dunkler und streiche das auf. Dann gehe ich in der Mitte mit einem kirschroten Gel, was ein bisschen dunkler ist, wieder dagegen. Und ganz am Rand gibt es wieder auberginefarbenes Gel, was dann nochmal ein Schüsschen dunkler ist. Die zwei schauen wir uns jetzt mal an. Das wird jetzt eine ganz zarte Variante für die, die es nicht so knallig mögen. Es ist wirklich eine super schnelle Nailart und das kann jeder. Da sind wir auch ganz schön stolz drauf, weil das wirklich ein ganz tolles Produkt ist und richtig losmacht hier. So. Hier seht ihr jetzt den schönen Farbverlauf von dunkel über kirschrot ins Pink rein. Also auch das eine Variante. Oder aber ihr legt euch einfach nur Streifen an, die dann wirken. Bei dem Streifen hier in der Mitte muss ich jetzt ein bisschen vorsichtiger das Gel auftragen. So dass ich innerhalb von dem Streifen bleibe. Ich zeige euch dann auch gleich, was man noch daraus machen kann. Und bei dem letzten Nagel hier habe ich schwarz mit einem Neonstreifen in der Mitte angelegt. Da lege ich jetzt einfach schwarz drüber. Komplett. Und wieder geht's los mit unserem Booster und Pünktchen. Das ist doch toll hinzuschauen, oder? Das ist ein Wow-Effekt, wie er im Buche steht. Hurra, ich kann zaubern.
hat ein schönes Bild. Also super schön und schnell gemacht, die Nailart. Die verarbeiten wir gleich nochmal weiter. Ich hole in der Zwischenzeit mal unsere ausgehärteten Nägel von Anfang mit raus. Und da gibt es eine Sache zu beachten. Wenn ihr dann gleich das Glanzgel drauf macht, dann müsst ihr vorher die Dispersionsschicht abnehmen. Richtig gut abnehmen. Weil sonst knallt euch das Glanzgel auch auseinander. Das ist weiter nicht schlimm, aber es sind halt dann Löcher drin. Und das sieht nicht gut aus. Deswegen wirklich gut abreiben die Nägel und eventuell sogar noch mal ein bisschen anwaschen. Mache ich zum Beispiel gerne. Da passiert nichts, wenn ihr es vorsichtig macht. Mit einem weichen Buffer ist alles im Rahmen des Möglichen. Nochmal ganz kurz zu dem zurück. Ihr könnt auch statt Pünktchen kleine Linien anlegen und dann mit Punkten drumherum gehen. Das gibt auch nochmal einen extra Effekt. Also, dass man nicht nur mit Pünktchen arbeitet, sondern eben auch mit kleinen Strichen. So, und Glanz geht drüber. Und dann kommen die Farben nochmal richtig schön zum Vorschein. Ihr seht das. Hier also unser Neongelb, das Grün und dann eben das Rot und das Schwarz, was wir da oben drauf gemacht haben. Die vier Farben wirken super schön miteinander. Und jetzt wollte ich euch noch mal ganz kurz zeigen, wie ihr das noch mal weiterverarbeiten könnt, indem ihr nämlich noch mal ein bisschen Acrylfarbe dazu nehmt. Und da habe ich dann aus diesen Nägeln, die ich hier angelegt habe, noch mal ein kleines bisschen was Besonderes gemacht. Ich habe nämlich bei diesem Nagel dann einfach in jedes Pünktchen oben einen kleinen weißen Punkt reingesetzt und damit kommen die Bubbles noch ein bisschen besser vor. Bei dem genau dasselbe, einige Punkte rausgesucht und einfach einen weißen kleinen Klecks Acrylfarbe, weiße Acrylfarbe rein. Hier habe ich jetzt einfach eine schwarze Kontur nochmal drum gezogen und auch auf einige Pünktchen nochmal einen weißen Punkt gesetzt. Der sah vorher so aus, ne? Hier habe ich tatsächlich nochmal die Pünktchen selber auch mit weiß konturt. Und hier habe ich sie tatsächlich mit schwarz nochmal konturt. Das sind Sachen, die könnt ihr machen. Das muss man nicht, ne? Es gibt nochmal extra Effekte. So kann man sie nochmal weiterverarbeiten, die Nägel. Ihr müsst das nicht machen, so aufwendig mit den Malereien. Es reicht auch zu, wenn ihr einfach mal ein weißes Pünktchen nochmal mit dazu setzt. Es gibt nochmal einen richtigen Knaller-Extra-Effekt. So, dann wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Nachmachen mit unserem Booster.